Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Idle Clans. Und zwar wollte ich mal meinen aktuellen Stand des Spiels zeigen. Und zwar bin ich nebenbei noch am Kämpfen gegen den schwarzen Drachen. Den nutze ich momentan immer noch, um hier zu leveln. Momentan mache ich tatsächlich immer noch den Nahkampf weiter. Den wollte ich erstmal auf 100 bringen und dann die anderen nachziehen. Besonders das Bogenschießen, denn man braucht das schon ab und zu mal für entsprechende Gegner, wie zum Beispiel die, Moment, da kann man hier mal ganz kurz schnell verlassen, zack. Und zwar hier gibt es nämlich Tal der Götter und hier gibt es unterschiedliche Schlüssel bzw. Gegner, wie Hades, Medusa und Zeus und alle möglichen. Und da braucht man unterschiedliche Waffen. Da bin ich auch momentan dran, die alle fertig zu machen. Hier sieht man schon schön, ich habe zwei göttliche Waffen, einmal den Krummsäbel und einmal das Langschwert. Den Stab und zum Beispiel den Bogen kann ich noch nicht viel weitermachen, weil ich tatsächlich in der Höhe der Skillung noch nicht so richtig bin. Deswegen muss ich da immer noch ein bisschen nachschieben, beziehungsweise skillen und dann kann ich nachschieben, was ich da leveln möchte, kann und so weiter. So, ich habe eben meine anderen Charaktere ein bisschen geplündert wieder. Die sind ja hauptsächlich nur dazu da für die Ressourcen bzw. für Geld machen. Da mache ich immer noch in Kohle. Kohle läuft ganz gut stabil, würde ich sagen. Schwankt minimal, aber geht. So, wir können jetzt rein theoretisch hier leveln. Gekochter Thunfisch sollen wir machen. Das stellen wir auch ganz kurz mal an, damit überhaupt generell was gemacht wird. Und dann gehen wir mal durch. Meine Skills momentan ist hier, kann man es einzeln betrachten oder man sagt hier, hey, ich habe hier Gesamtlevel 1727 von 2280. Ich habe schon Offline-Fortschritt 21 von 24 freigeschaltet. Ein Teil schaltet man frei, indem man das Premium ja kauft. Und darüber kann man dann solche Sachen hier sehen, zum Beispiel wie lange die Materialien reichen, also der Thunfisch zum Kochen reicht oder eben halt. Dann kann man hier unten gucken, hey, es reicht nicht ganz bis zum nächsten Level mit dieser Ressource bzw. mit dieser Art von Skillung bzw. Herstellung eine gute Stunde. Das heißt, man müsste ein bisschen Thunfisch nochmal fischen, angeln und dann kann man vielleicht nochmal eine Stunde rausholen und dann kann man dann das auch erreichen. So, ich hoffe, das war verständlich. Aktivitätsverstärkungen, da kann man hier aufschlüsseln, gucken, wie gut man wo was hat, wie gut das geht, wie viel man überall an Boost hat, beziehungsweise Verstärkungen drin hat. Und ja, ich habe jetzt hier manche schon auf 20, andere auf 17 oder der zum Beispiel nur auf 12. Und dann habe ich hier die Ausrüstung, je nachdem, was ich auch an Klamotten habe, hier zum Beispiel habe ich ein Amulett, das ist leider nicht verzaubert, aber ich habe trotzdem, beziehungsweise es ist verzaubert mit den Sachen, aber es ist nicht schon hergestellt mit solchen Sachen. Und mein Hund sucht gerade mein Kind. Wir sind hier. Hallo Lexi. Und dann gehen wir über Clan. Clan ist leider sehr inaktiv geworden, vor allem Chefe ist leider auch inaktiv geworden. Das ist ein bisschen schade. Und ja, wir könnten jetzt theoretisch mal die Gorilla und sowas eigentlich auch angehen. Nachdem ich die Quest theoretisch fertig habe, mache ich manchmal hier die, aber eher selten. Ich versuche immer hier die Ressourcen rein zu buttern. Das nennen wir mal buttern. Ja, Eigentum, da fehlt uns das letzte Häuschen, beziehungsweise das vorletzte Häuschen und das letzte Häuschen. Die beiden fehlen uns, sind aber auch schon dabei. Zwei Skills fehlen nur noch und ja, das Gold natürlich. Das kommt aber, wird als letztes erst reingepackt. Und die Barren, dazu habe ich schon ein paar Erze gesammelt. Und dann kommt noch das Schloss, das wird dann auch nochmal, ja, krass, würde ich sagen. Es gab ein paar Updates, seit ich, ja, ich bin jetzt einen knappen Monat halb inaktiv, nur noch am Handy mal einmal am Tag oder zweimal am Tag mal ganz kurz reingucken, weil ich die Zeit und die Energie auch gar nicht dafür habe. Selbst jetzt momentan, wer es mitbekommen hat, ich bin ja Mama geworden
Und selbst jetzt habe ich die Kleine auf dem Arm, während sie schläft, weil sie verweigert, das Bäuerchen machen. ja, wir haben hier soweit alles aber freischalten, dass man das freischalten könnte. Also wir haben hier die Skills-Anforderungen. Jetzt fehlen nur noch die Credits halt natürlich. Das sind die drei alten Sachen. Und wir haben aber auch schon neue Sachen hier freigeschaltet. Und ja, wir, das hier ist natürlich etwas, was wir hier sammeln müssen bei den Bossen. Aber die Bosse machen wir zurzeit noch gar nicht so krass, weil wir sind halb inaktiv. Die meisten sind inaktiv. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, gucken die nur sehr selten rein, bis nur ganz kurz. Viele haben gar keine Zeit mehr oder spielen schon gar nicht mehr. Wenn ich mir das angucke, hier 2, 3 sind leider definitiv inaktiv. Was jetzt mit 3, 5, 3 ist, weiß ich auch nicht. Und daher würde ich sagen, müssen wir uns um neue Mitglieder kümmern oder überlegen vielleicht die, ja, den Clan doch zu wechseln. Wäre nur schade. Weil alleine der Name Stammtisch ist doch geil und man hat ihn so weit hochgepusht. Da möchte man eigentlich den Rest auch noch schaffen. Versteht ihr das? Also ich will am liebsten das hier fertig machen. Es wird nur schwierig halt mit so wenigen. Deswegen, ich denke mal, wir werden für den Stammtisch noch mehr Leute brauchen. Und dieser Button, der ist irgendwie Führung beanspruchen. Ich will keine Führung machen. Ich will kein Chef sein oder sonst irgendwas, auch wenn ich hier öfters nachkontrolliere, was hier abgeht und sowas. Es ist nichts, wo ich hier Chef sein möchte. Also ich hoffe, unser Chef hier, der Anführer, kommt bald wieder. Werd wieder aktiv. Das sind schon fast 1000 Stunden. Wir vermissen dich. Wir brauchen hier mal eine Führung wieder. Also ja, so jetzt jedenfalls gehen wir wieder auf Basteln mal. Wir haben nämlich 2 der hervorragenden Edelsteine. Da können wir nämlich Sachen wieder aufpushen. Den darf ich noch nicht. Da bin ich noch nicht hoch genug, glaube ich. Ja, 70 habe ich noch nicht. Sonst kann ich den Bogen nicht nutzen. Deswegen, den darf ich nicht aufwerten. Landwirtschaft haben wir irgendwas bei 90. Machen wir. Das ist für Sammeln auf jeden Fall. Sammeln brauche ich zurzeit auch sehr viel. Und hier haben wir schon nichts mehr zum Aufwerten. Hier haben wir auch nichts, hier auch nichts und hier auch nichts. Na. Oh. Kind. Nicht abstürzen. So. Lederbekleidung. Gucken wir mal. Das müssten wir beides im Besitz haben. Das heißt, die höchste, möglichste habe ich ja alles schon vorbereitet. Pfeile werde ich sicherlich nicht damit verschwenden, auch wenn es 1000 pro Herstellung sind. Nein, danke. Das ist übrigens interessant, nur weil es jetzt so ein super, super schwerer ist, kriegt man hier 1000 auf einmal und hier immer nur 10. Von 10 auf 1000, das ist ein schöner Schritt. Könnte man hier nicht vielleicht 50 oder 100 machen? Das wäre auch schön. Titan und Meteorit zumindest. So. Ja, bei Basteln bin ich immer noch dran, auf 95 zu kriegen. Das ist, glaube ich, das einzige Wichtige, wo ich das noch aufleveln muss. Deswegen bin ich auch da dran, die Edelsteine immer wieder zu besorgen. Wie zum Beispiel zu erkämpfen durch den Drachen. Für eben halt die Aufwertung und Skillung. Wir sind jetzt auch fast wieder hier ein gutes Stück voran. Wir können ja mal gucken, haben wir über 10 von den anderen? Nö, haben wir nicht. 1, 5, 10, 10, ja gut. 10 wollte ich mindestens immer aufbewahren. Warum 10? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Zahl einfach ausgesucht und habe mich für diese entschieden. Es ist einfach so. So, wir haben aber noch Meteoriten. Achso, habe ich noch nicht hier? Okay, gut. So, jetzt können wir versuchen, die zu verkaufen. Jo. Da kriegt man ein bisschen mehr als sonst. So. Sehr schön. Kisten haben wir auch noch zu knacken. Oh. Ach, schon wieder den. So. 2 echt gute neue. Uhuhu. Hammer und Bogen habe ich allerdings. Das habe ich. Die sind alle schon da drauf, ne? Nee. Nicht alle. Der da fehlt.
Moment, 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 Moment. Der da fehlt wirklich? Tatsache. Der fehlt wirklich. So. Ausrüsten. Wir wollen ja hier gucken, dass alles hier funktioniert, nicht? Das können wir direkt wegschmeißen. Na, zwei für Skillen. Die lese ich nämlich zum Skillen für Verzauberung. Auch wenn der Skill zurzeit für mich nicht ganz so händeringend ist, ist es trotzdem so, den fertig zu kriegen, ist trotzdem ein gutes Gefühl. Wir haben übrigens mittlerweile vier Haustiere, die bekommt man hier über die Quests und einmal über die wöchentlichen Quests. Die habe ich mir noch gar nicht angucken wollen, weil die hauen mich halt meistens um und da habe ich meistens gar keine Zeit für. Wie zum Beispiel Diamanterz, 1665 Diamanterze. Ist okay, Eibe holen ist auch okay, die Menge ist zwar viel, aber das geht trotzdem in der Woche ganz klar. Erhalte gottähnliche Edelsteine, meistens über Tag oder so. Und die nach dem nächsten Tag kannst du dann wieder starten und sowas. Gottähnliche Edelsteine, ja. Weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Ich mache momentan hier meinen Bergmann weiter. Der holt mir Kohleerz. Entweder zum Verkauf oder zum Weiterverarbeiten der anderen Sachen. Man braucht das ja schon immer und immer und immer wieder. So. Man sieht eben halt, ich mache viel den Schwarz. Drachen. Den hat man auch oft als Quest tatsächlich und da habe ich schon über 3400 jetzt wieder an Leder. So. Mittlerweile stockt sich alles ganz gut auf bei mir. Leider aber kann ich die Schlüssel alleine nicht so gut. Und ja, das Finden von Mitgliedern für die Schlüsselverarbeitung, also beziehungsweise das Kämpfen. Es geht ja hier in die Tal. Und das ist ja der, der am einfachsten ist tatsächlich, wenn du Nahkämpfer bist. Na, dann nimmst du, glaube ich, das Säbelchen. Krummsäbel, ne? Krummsäbel oder das Schwert war es. Ich weiß das gerade nicht mehr. Da klopfst du halt einfach mit dem. Aber du brauchst eben halt definitiv Leute. So, und dann machst du eine offene Lobby und schreibst dann halt rein der Gruppe suche, bla bla bla. So, und dann hast du, mal hast du Glück und mal hast du Pech. Wir können das ja jetzt mal als Test mal zeigen. Übrigens wundert euch nicht, dass hier kein Sound oder so gibt, weil das Spiel hat immer noch keinen Sound. Was ich nicht schlimm finde, weil den würde ich meistens sowieso wahrscheinlich ausmachen. So, Medusa. Dann geht man ein Team erstellen. Lobby öffentlich machen? Ja. So. Dann hat man hier das alles vorbereitet. Dann kann man mit unter Chat im Kampf gehen. Medusa Open. Ich habe gerade nur eine Hand frei, tut mir leid. Eins. Wo ist das? Slash. Drei. Zack. Dann kann man hier gucken, Schwäche, Schnitt. Das ist jetzt das Entscheidende. Dann geht man unter Inventar zum Beispiel, zack. Hier kann ich jetzt nicht sagen, ist der gut oder schlecht oder sowas. Deswegen, weiß ich noch nicht. So, das hier macht Stich und das hier, zack, macht Schnitt. Deswegen rüstet man das zum Beispiel aus. Dann nehmen wir den einfach mal, zack, sind dann da. Kampf, gehen wir hier hin. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut die wirklich sind. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Und der hat Weiberhandschlag. Wow, okay. Krass. Machen wir auf jeden Fall. Schauen wir mal. 30 Keys. Und dann gucken wir einfach mal, wie gut wir vonkommen. Also wir sind auf jeden Fall die schwächste Person hier.
Und ich mache das fürs Erz. Boah. So, die sind natürlich jetzt anders ausgerüstet. Ne? Die haben das natürlich. Sind höher und die werden die ganzen. Also, wer den letzten Schlag macht, beziehungsweise besser ist, der macht eben halt auch die Items. Das finde ich in diesem Spiel leider sehr bescheiden. Ach, die helfen sogar im Nahkampf und sowas alles. Okay, cool, cool. Die sind natürlich besser ausgerüstet und haben. Das sind ja nur. Die kenne ich noch gar nicht. Okay, es gibt anscheinend ganz deutlich neue Items und so noch. Ja, toll. Und wir können jetzt theoretisch Medusa hier durchsuchten. Kriegen jedes Mal für den Clan 15 Credits, wenn wir in diesen Kampf reinstarten, beziehungsweise wenn wir einen Schlüssel verbrauchen. Das heißt, die Schlüssel sind nicht völlig umsonst, wenn man verloren hat, sondern man kriegt trotzdem für den Clan noch 15 Credits. Das bringt ja den Clan auch selber hoch. Solange man in einem Clan ist, wo man das auch noch braucht. Ja. Jetzt würde das jetzt durchlaufen, ein paar Schlüssel. Und der Schlüssel wurde sogar hier nicht verbraucht, weil wir eben halt ein Clan-Update haben. Das ist sehr schön. Und wir haben eine Aufgabe fertig gemacht. Haben für den Clan nochmal Credits geholt. Das ist sehr, sehr schön. Und man kann gucken, was die Leute so bekommen haben, wenn man hier unter die Infos geht. Und dann kann man gucken, hier Schaden verursacht. Und hier gucken wir, Schaden verursacht. Also das, der hier ist halt der, der eben halt, ne, dann umso mehr Schaden er macht, umso wahrscheinlicher ist es halt, dass er die killt. Dann können wir mal gucken. Der hat natürlich den richtigen. Ach, den gibt's auch in lila. Cool. Der hat natürlich den ganz hohen. Ne, der ist schlechter. Eine starke Waffe, aber besonders stark gegen Medusa und. Das ist ein spezieller nur für Medusa und für Kronos. Okay, krass. Okay. Der hat natürlich. Mit Verzauberungen und alles, ne? Die Berserker-Sachen. Brutal. Müsste man sich eigentlich screenshot-mäßig, aber ich habe das jetzt auf Video. Kann ich mir dann in Ruhe mal angucken. Wow. Stufe 3 schon. Okay, ja gut, der ist jetzt mit den Skills auch richtig hoch gewesen, ne? Der war, glaube ich, fertig. Da hat man natürlich nichts anderes mehr zu tun, außer diese Sachen. Und wieder der Schlüssel erhalten. Sehr schön. Und so länger können wir hier kämpfen. Sehr nice. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen Medusa abfarmen. Und was es so gibt bei ihr, kann man jetzt auch hier natürlich nochmal einsehen. Das sind die beiden Sachen, die ich begehre. Alles andere ist mir eigentlich völlig Wumpe. Ja, und das sind eben halt die seltensten Sachen. Das ist natürlich schade. Das für den Boss Kronos zum Beispiel. Da braucht man ein paar Seiten, um ein Buch zu erstellen. Und dann kann man auch den Kronos bekämpfen, aber so weit bin ich nicht. Das ist Nebenprodukt, wenn man das bekommt. Meins ist erstmal die beiden Sachen bekommen und dann ist gut, denke ich. Weil ich renne immer noch ich renne immer noch in den Tartanrüstung rum und so wie es aber aussieht, ist es nicht das Entsprechende, was ich eigentlich brauche. Helm des Kriegers ist das, was ich begehren sollte. Ja. Frage ich mich echt noch so. Das ist auch gut, aber die Frage ist immer, was man wo, wann, für welchen Gegner braucht. Also man muss sich öfters umziehen auf jeden Fall. Der hat sogar noch einen goldenen Berserker. Da sollte ich mich eigentlich auch mal dran machen, die Sachen zu bekommen. Also ja, ich sollte wirklich mal gucken, dass ich jetzt hier
mal langsam vorankomme. Aber ich gebe mir ja Mühe, aber gleichzeitig, ich habe ein Privatleben, so jetzt, so kann man wirklich jetzt so sagen. So. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal das Video. Es ist lang genug. Ich danke euch fürs Zusehen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.